Glück komprimiert, Watson. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir entfallen ist, womit sich meine Forschung beschäftigen. Die wird wahrscheinlich schon seit hunderten von Jahren hier drin sein. Der Weg eines jeden ist durch sein Schicksal vorherbestimmt. Was ist euer Schicksal? Bestimmt, so viel Chaos in den Arsch getreten zu haben und dann weiß ich nicht mehr weiter. Der Einfluss des Mondes auf unser Leben ist erstaunlich. Sogar unsere Meere scheint er zu beeinflussen. Das nennt man Ebbe und Flut, mein Freund. Naja, ist irgendwie interessant, mit denen zu reden. Meine Erkenntnisse werden den Weltfrieden herbeiführen. Daran besteht kein Zweifel. Na gut. Das ist es, ach, da ist ein Schatz. Super. Ich gehe jetzt einfach nochmal durch hier. Ich rede jetzt nicht mehr mit denen. Eigentlich ist es eh nur irrelevant, das Zeug, was sie sagen. Und daher kann das auch ignoriert werden. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo hier der Ausgang ist. Muss ich irgendeine Fackel betätigen? Oder so? Das sieht doch hier irgendwie verdächtig aus. Ach nee, da ist die Treppe. 15. Geschoss. Dies ist die friedliche Heimat der Meerjungfrauen. Man munkelt, dass ein verdächtiges Wesen diesen Ort des Friedens betreten hat. Anke besucht es nach dem mächtigsten Schwert auf dieser Welt. Die Meeresströmung schwemmt viele Sachen an. Wer weiß, vielleicht auch tolle Waffen. Das verdächtige Wesen? Da fragt ihr am besten die rosa Meerjungfrau, die sich im nördlichen Zimmer aufhält. Na, dann mache ich das mal. Wie es dort oben an der Erdoberfläche wohl sein mag. Irgendwann möchte ich auch mal dorthin. Na. Und? Gefällt es euch hier? Angenehm idyllisch, nicht wahr? Naja, finde ich nicht. Oha. Was ist das denn? Ein defekter Roboter. Und auch heute ist wieder jede Menge Zeugs angeschwemmt worden. Das Aufräumen ist mein Lieblingshobby. Haha. Auch die Dialoge manchmal. Neue schwamm ein großes Fass im Wasser. Warum eigentlich? Können wir das gewesen sein? Das ist ein Ort des Friedens. Wollt ihr euch hier nicht auch niederlassen? Zum Glück sind sie keine Monster. Seid ihr Menschen? Was macht ihr hier? Dungeon durchwühlen. Große Leute sind liebe Leute und kleine Leute auch. Wir sind einfach alle lieb. Das ist unsere Heimat. Und hier ist es immer friedlich. Und ich finde es hier echt langweilig. Kann ich mir vorstellen. So, was hast du denn zu sagen? Ich spreche mir die Grüne an. Ich mag keinen Schwanz... Ich mag meine Schwanzflosse... Schwanzflosse nicht. Warum konnte ich nicht auch mit einer roten Flosse geboren werden? Keine Ahnung. Ein mit einer Klefe bewaffneter Typ? Ich glaube, er ging Richtung südliches Zimmer. Das ist das große Zimmer. Dort trefft ihr auch auf eine rosa Meerjungfrau. Die kann euch bestimmt weiterhelfen. Sie ist übrigens meine jüngere Schwester, also sei nett zu ihr. Südliches Zimmer. Na gut. Also gehen wir mal nach Süden. Da will ich auch mal abspeichern und nochmal ein bisschen durchheilen. Ich weiß nicht, ob da der Boss schon kommt oder nicht. Warum habe ich jetzt eigentlich Heilpotion verschwendet? Egal. Südliches Zimmer, ist das hier gemeint? Sind das die sagenumwobenen Kristalle? Und ihr seid wirklich die Kämpfer des Lichtes? Ihr seht so jung aus. Ja, wie jung sind die eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich schätze auf 20. Bis vor kurzem war der Kraft des Wassers nur sehr schwach. Ich dachte, es würde sterben. Aber zum Glück hat es seine ursprüngliche Kraft wieder gewonnen. Ja, das waren wir. Im Norden, wo die vielen Säulen stehen, unterhalte ich mich friedlich mit meiner Freundin über Alltagsprobleme, als urplötzlich dieser bewaffnete Typ auftaucht. Heilige Schwanzflosse, waren wir erschrocken. Heilige Schwanzflosse, das ist gut. Ich habe mich sicherheitshalber etwas distanziert. Er ging auf meine Freundin zu und hat sie irgendetwas gefragt. Vielleicht findet ihr meine Freundin noch bei den Säulen. Also wo war das? Im Norden, wo viele Säulen stehen. Okay, im Norden war das... Hier ist das hier drin gemeint. Im Meerestempel soll sich jetzt ein großes Ungeheuer eingenistet haben. Hoffentlich ist da drüben alles in Ordnung. Das Ungeheuer habe ich schon besiegt. Aquadong. Den Kraken. Der heißt auch im Original Kraken und nicht Aquadong. Und der war schwach. Genau wie Tiamat. Alle Schwächlinge. Warum die so einen Ärger auf der Welt verursacht haben? Naja, wenn man zu viel levelt. So wie ich.
Gerade eben kam eine dubiose Gestalt zu mir, schrie mich an und fragte, wo der Ausgang sei. Ich war so erschrocken, dass ich ihm von den Teleportal in diesen Raum erzählt habe. Diese Männer von heute haben wirklich absolut keine Manieren. Wie? Euch soll ich auch noch die Tür aufschließen? Ach, macht doch, was ihr wollt. Na gut, dann kommen wir mal zum Boss. Denk zumindest mal. Tür ist verschlossen. Endlich halte ich das mächtigste Schwert auf Erden in meiner Hand. Nun kann ich endlich in meine Heimat zurückkehren. Hm? Wo kommt die denn plötzlich her? Habt ihr es etwa auf dieses Schwert Excalibur abgesehen? Nun, gegen viel Kämpfer eures Formates bin ich natürlich nicht gewachsen. Ihr sollt das Schwert haben. Von wegen, holt es euch, wenn ihr den Mut dazu habt. Gilgamesch! Tada! Und ich weiß nicht, wie man den kennt. Also, wir werden erst einmal Potera anwenden, so wie immer. Und Mumm, damit er den noch mehr Schaden verursacht. Und ich hab Excalibur, mein Lieber. Ach, du Alter, fuck! 500! Scheiße! Scheiße! Also, Potera muss unbedingt ein paar Mal gewirkt werden, sonst bin ich ziemlich am Arsch. Und das kann man mehrmals wirken. Es dürfte aber noch weniger Schaden verursachen. Ah, scheiße. Das war jetzt natürlich doof. Mist. Erzengel, los. Und dann Mumm wieder. Puh. Der ist stark. Der ist echt stark. Autsch. So, Angriff, Protera noch einmal. Mumm nochmal auf ihn. Was? Okay, das ging doch schneller, als ich erwartet habe. Also gut, er war doch nicht so schwer. Genji Fäustling erhalten. Genji, egal. Dann Tutors hat sich geöffnet. Muss man mehrmals in ihn kämpfen? Ich hoffe nicht. Der ist ja jetzt schon ziemlich stark gewesen. Na gut, wir rüsten das mal aus, müssen und stärker ist als meiner. Ja, auf jeden Fall. Wenn auch nur ein Punkt, aber wird wahrscheinlich die bessere Ausrüstung sein. Sechstes Untergeschoss. Na, ich will abspeichern. So. Dunkel Bahamut. Bis hierher seid ihr also gekommen. Dies ist der Ort, an dem ihr euch einer weiteren Prüfung unterziehen müsst und ihr eure Reise fortsetzen. Kämpft und gewinnt gegen folgende meiner Drachenschüler. Silberdrache mal 2, Weißdrache mal 2, Rotdrache mal 1. Sprecht mich an, wenn ihr meint, euch verzählt zu haben. Gründrache war es nicht. Silberdrache mal 2, glaube ich, was. Gründrache war es auch nicht, verdammt. Silberdrache, was war's noch? Ich weiß es nicht mehr. Heiligdrache, nee, Heiligdrache war's auch nicht, oder? Nee. Silberdrache war's. Einmal schon mal. Silberdrache, Weißdrache mal 2. Was da auch? Silberdrache mal 1, Weißdrache mal 1. Weißdrache mal 2. So. Silberdrache haben wir schon, deswegen fliehe ich mal aus diesem Kampf. Ja, ich will fliehen. Ey, wieso geht das nicht? Ist das ein Kampf, aus dem man nicht fliehen kann, oder was? Na super. Gelbdrache. Ich glaube, ich habe mich schon verzählt. Dunkle Bahamut, es fehlt noch Rotdrache mal 1. Ah, okay. Also darf man mehrmals... Na gut, da kann ich auch gegen alle kämpfen. Obwohl das eigentlich sinnlos ist. Wirklich sinnlos. Na. Rotdrache. Gut, so. Ihr habt eure Prüfung bestanden und dürft eure Reise nun fortsetzen. Doch lasst Vorsicht walten. Die wahren Prüfungen stehen euch noch bevor. Da 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 da. Ein Türschloss hat sich geöffnet. So. Oh Gott, sind das viele.